Herzlich willkommen zum Daily Ranking. Heute wieder mit Atlas Reactor. Und wir fangen an, uns von Bronze hochzuspielen. Und ich weiß immer noch nicht, was dieses Symbol bedeutet. wen banne ich denn jetzt mal? Auf wen habe ich denn gar keine Lust? Wer ist denn richtig kacke? Titus banne ich zum Beispiel gerne, weil den so viele gerne picken. Einfach nur, weil er ziemlich stark als Frontliner ist. Jetzt ist Quark Bannmeter, ja. Ernsthaft? Das ist interessant. Pup. Pup. Pup ist ein halber Frontliner. Das ist okay. Nein, nicht Kagan. Nicht Kagan. Nein, das ist das ganze Gegenteil. Wenigstens einer, der das hier Bock hat, halbwegs ausgeglichen zu spielen. Aber echt ein Kagan und ein Pup, das kann nicht funktionieren. Jetzt haben wir zwei Leute, die Hit and Run machen. Nicht so geil, nicht so geil. Und L ist kein gutes Ziel für mich. Helios auch kein richtig starker Supporter mehr, weil dem haben sie eben seinen Scramble weggenommen auf seiner Wand. Wodurch er deutlich schwächer ist und deutlich eher auf dem Level der anderen Supporter, beziehungsweise... Ich finde es sogar eigentlich schwächer. Ich fand ihn vorher schon nicht so geil und jetzt ohne Scramble finde ich noch weniger cool. Also, irgendwie nicht meins. Warum habe ich eigentlich... Ich muss die Musik wieder anmachen, glaube ich. Die habe ich irgendwann mal ausgemacht. Recruit? Ha, also falls ihr Bock habt, das Spiel zu spielen, gebt doch diesen Key hier ein. Haha, dann kann ich hier lustige Sachen bekommen. Wie zum Beispiel Skins. Oder... Für mich und denjenigen, der es eingibt, hier solche schönen Banner, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist für beide. Bin mir nicht ganz sicher. Darf ich wieder zurück irgendwie? Recruit? Ah, okay. So. Also, wir spielen mit zwei Unsichtbaren. Nehmen hier und Asana gegen El Celeste. Die können ganz schön viel springen. Und Phaedra. Phaedra ist der, den ich wahrscheinlich am wenigsten haben will. Müssen wir mal sehen, wie das läuft, wie gesagt. Ich hatte jetzt Lust auf Bub. Ist immer noch mein Lieblings-Freelancer, definitiv. Habe ich für den eigentlich schon einen Guide gemacht, wie ich den spiele? Ich glaube nicht. Muss ich vielleicht mal nachholen. Na, guck mal, das ist Zibabo wieder. Mit dem habe ich da vorhin schon gerade gespielt. Fällt mir gerade ein. Ich vermute mal, dass das Spiel wieder nicht so viele spielen, dass wir öfters die gleichen Leute treffen werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Commissioner. Wenn die Leute so solche Titel wie Commissioner haben... Haben die, glaube ich, schon einen Charakter auf Level 20 gespielt? Dann kriegt man normalerweise solche Titel. Beim Pub, also es ist immer vom Charakter abhängig, kriegt man unterschiedliche Titel. Je nachdem, welchen Charakter man auf Level 20 spielt. Für jeden, den man auf Level 20 schafft, kriegt man einen Titel. Wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir mit dem Al-Sam gerade auch zusammengespielt? Also ich nehme jetzt gerade mal zwei hintereinander auf, weil ich habe sonst nicht so viel Zeit, immer so zu spielen. Ich könnte sein, dass der Al-Sam sogar auch gerade in meinem Team war. So, ich würde jetzt die Babu, ich weiß nicht. Das passt so gar nicht rein. Okay, sie wir einfach in die Mitte. Ich gehe mal ganz an die Seite. Krass, wie die laufen kann. Ich könnte sogar noch wieder zurücklaufen irgendwie. Komplett einmal quer. Hier gibt es ja keine Wegpunkte in der ersten Runde. Lit. Wir können mal gucken. Was soll ich denn damit? Nicht
Now it's just unfair. Warum will er denn mir die blöde Black Hole geben? Das ist doch doof. Pushing physics to the limit. I'm reasonable. The laser, not so much. Teach them a lesson. I'll crush everything in my Ich hätte da einen Tippfehler drin gehabt. Ach Mann, ey. Vor allem ist nicht mal hier irgendwas. Das ist doch totaler Quatsch, wenn wir nicht wissen, was, ob da irgendwas ist. Jetzt haben wir vor allem nur Melee-Charaktere fast. Ich könnte jetzt zu einem von uns dashen. Das ist totaler Humbug. Ich gehe mal dahin. Eine Runde habe ich noch, ne? Genau. Nächste Runde. Am Ende nächste Runde wäre ich wieder sichtbar. Just reward. Dass der Kagan da reingeballert ist, total der Humbug. Bin ich der Meinung. Accept your fate. Bite the bullet. Au. Das tut weh. Ja, genau. Das ist im Zweifel ziemlich dämlich. Jetzt wäre es irgendwie geiler, wenn ich das hätte so. Ich will eigentlich auf sie gehen. Sie wird nämlich wegrollen. Dann gehe ich auf sie. Coca-Cola Rocks machen wir jetzt platt. Für Werbung. Ich habe sogar relativ hohen Lebenspool. Ich komme 160 und dann noch durch die Heilung. Geht das jetzt noch? Weil die ist unsichtbar. Nano Magic. Ich hoffe, es geht noch. Scheint noch zu funktionieren. Hallo. Das tat ihr weh. My protection unbreakable. Gut, da stand ich nicht. Damit triffst du mich auch nicht. Nett, noch getroffen, gerade so. Die sind, glaube ich, ein ziemlicher Konter zu L mit ihren AOEs um sich rum. Also, sie bleibt stehen. Das ist natürlich interessant. I need help. Ich denke, sie wird springen. Deswegen mache ich das nicht, da irgendwie ranzugehen. Ich denke, sie springt. Ja, da hat sie doch ein Schild bekommen. Was ist denn, sie springt? Jo, der hätte mal treffen sollen. Ah, der ist noch ein, sie ist noch eins nach unten gerutscht. Mit ihrem Drehung. Ah, frech. Daran habe ich nicht gedacht wieder. Wird sie jetzt dashen? Ziehen wir es mal ein bisschen zusammen. Ich gehe davon aus, Celeste wird jetzt einen Abgang machen. Gehe ich stark davon aus, weil sie hat so wenig Leben, dass man sie jetzt theoretisch töten könnte. Auf dich gehe ich nicht so sehr. Du kriegst zwar Schaden, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und sie macht einen Abgang. Das war abzusehen. Oh, nett. Do you have nothing to lose? Das ist eigentlich einfach krass, wie Papp das Schlachtfeld kontrollieren kann. The pain is temporary, like your life. Oh, na, guck mal einer an, wo wir jetzt sind. Oh. Das ist nicht geil. Ich
Ich bin mal kurz unterwegs. Das ist gar nicht geil. Da will ich nicht drauf gehen, tut mir leid. Ich will nicht irgendwie 50 Schaden ins Gesicht fressen. Ja, sie wird auch noch gemeitet. Nee, nee, tschüss. Da habe ich nicht so einen Bock drauf. Hat es blöd nur eingetroffen. So ist die Ulti ganz nett verpufft. Und sie kann nicht mehr wirklich ausweichen. Außer sie catalystet. Das ist natürlich sehr angenehm. Ich vermute mal, sie wird catalysten, aber auf jeden Fall, dass sie es nicht tut, beiß ich nochmal zu. Okay, sie kennt es sogar an die richtige Stelle. Frech. Sie wäre aber auch tot gewesen, hätte sie nicht getan. Welchen Mod hatten sie hier drauf? Anywhere of the map. Okay, sehr gut. Anywhere of the map. Und ich will zu dir, weil du kannst nicht so gut ausweichen. Du rollst dich zwar weg, aber das ist nicht so ewig weit. Ich hoffe, dass sie jetzt schon stirbt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber sie könnte sich einfach wegrollen, dann kriegt sie den Schaden ja nicht von der Ulti. So, ich weiß, Might und Energize. Und wenn ich jetzt meine Ulti zünde, gibt es 70 Schaden direkt an die Leute, die neben mir stehen. Okay, sie weicht nicht aus. Der Fuck. Cleaner message. Your choice. Your demise is inevitable. Ich glaube, sie ist tot. So, kann der doch mal mit. Yep. Was ein unnützer Laufweg, den ich jetzt habe. Tja. Dann gehe ich lieber mal zurück, weil ich glaube, sie wird dahin gehen wollen. Im Zweifel sind die nämlich hier beide schon so gut wie tot. Eine Runde habe ich noch, nächste Runde läuft's aus. Don't mind me. Mind this. Ich hoffe, sie kommt noch nicht bis dahin. Seek out the disobedient. Ja, dann laufe ich in die richtige Richtung. Ja, sie klaut sie jetzt schon wieder. Ich vergesse das immer. Dass sie nicht drauf muss. Wie gesagt, ich vergesse es immer. Ich will ihn aber jetzt mal tot sehen hier. Ich töte den, wenn er nicht... Er kann eigentlich nicht wissen, dass er ausweichen muss. Und normalerweise vergisst man unsichtbare Gegner das gerne immer. Oh, frech. Er wusste es halt doch. Kann sie? Sie kann. Ich probiere es mal. So. Wir haben halt den Vorteil, wir können full all in gehen. Was ich jetzt gar nicht gemacht habe mit meinem. Mit meinem Hund. Ich wollte ein bisschen outplayen. Hat auch nicht so funktioniert, wie ich gerne wollte. Ja, welche Richtung. Sehr schön. Ich
Ja, okay, da hat sie zwei ineinander getroffen. Ist natürlich doof. Oh, der ist da oben. Meins. Jum, 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 jum. So, jetzt kann er aber nicht ausweichen. Komm mal wieder her. Komm mal wieder her. Lit. Bin ich ein bisschen dagegen, dass der dort oben rumstehen bleibt. Slash, slice and burn. Gonna give you some improvement. Ja, das ist ein ganz gutes Schild. Oh, please, don't look so sad. Dann ist er wahrscheinlich sogar tot. It'll make an ugly corpse. Er macht, na, 26 macht aber nicht genug Damage dafür. Ja, 2 HP. Schade. A little something extra. Er kann nicht ausweichen. Jetzt sollte ich auf jeden Fall rein. Und jetzt jage ich sie mal ein bisschen. Los geht's. Weil ich in der offenen Zone stehe, mache ich jetzt mal hier einen Turtle Tag rein. Okay, er will sie töten. Bin ich hier gespannt, das funktioniert hier. Out of sight, out of mind. Running will not save you. Das könnte funktionieren. Wenn das jetzt nochmal explodiert ist, hier ihr Schild ist sie tot da unten. You can't run and you can't hide. Gonna smash you real good. Dead. Double dead. Triple dead. Nice. Die Runde war gut. Vorbereitungsrunden. So, und sie kann auch nicht mehr ausweichen. Rauf da. Sie hat maximal noch einen Catalyst, der sie heilt. Der Rest von denen ist tot. Ich mag den Hund. Bom. Guck, guck. Wenn die jetzt angreift, ist sie sowieso tot. GG. Der war schön. Victory. Deutlich besser als das letzte Spiel. Obwohl es auf dem gleichen Level eigentlich war, theoretisch. Also man fängt, wie gesagt, bei Bronze an. Oh, was soll's. 26,7 Punkte. Oh, du kriegst... Wie viel Flux kriegt man denn hier? Event-Flux. Krass. So, okay. Ewe kriege ich insgesamt 100... 250 Flux kriege ich für das Spiel an sich. 255 und Event-Bonus. Mission-Bonus irgendwie noch. Okay, was soll's. Sehr schön, das freut einen doch. Haben wir wieder ziemlich viel, na gut, ziemlich viel gewonnen, ist auch falsch ausgedrückt, aber ich finde einfach, den Pub spielt sich so angenehm zum Gewinnen. Das ist einfach super. So, Matches played 1. Oh, man hätte mit 75 Punkten anfangen können, okay. Das habe ich jetzt, Moment. Ich habe 75 Punkte. Bin ich gerade bloß 26,5 bekommen? Mir auch egal. So, Loot. Loot noch öffnen, weil gerade die Wände, das kriegt man, nee, wir kriegen nichts Schönes. Okay, das war's für heute wieder mit Atlas Reactor. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ja, falls ihr Atlas Reactor noch nicht ausprobiert habt, macht's doch demnächst mal. Ich kann's nur empfehlen. PvP. Bis dahin und bis morgen hoffentlich. Tschüss.